Guten Morgen zusammen. Wir haben uns jetzt hier in allerfrühester Stunde zusammengestellt und nee, das ist scheiße. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen bei unserem YouTube-Channel. Wir machen heute ein schnelles Rührei, ein schnelles Spiegelei und ein schnelles Omelett. Am besten so, wie wenn man zusammen zu dritt frühstückt schnell, dann kann man mit einer Pfanne alles drei relativ schnell hinkriegen, sodass keiner auf den anderen warten muss. Wenn die Pfanne mal richtig heiß ist, dann funktioniert es auch innerhalb von ein paar Sekunden, Minuten. Als erstes tun wir uns für das Rührei eine Zwiebel klein schneiden, die kurz anschwitzen mit bisschen Butter und in der Zwischenzeit schlagen wir schon mal die Eier auf und genau. Die Zwiebeln schmelzen jetzt in der Pfanne vor sich hin. Die brauchen wir nachher für das Rührei. Für das Spiegelei, für die Deko, nehmen wir ein bisschen Schnittlauch her. Ich nehme gerne die Spitzen. Die sind einfach ein bisschen kleiner und feiner. Und da schneiden wir so fein wie möglich uns schöne Schnittlauchringe runter. So, die Zwiebeln, die sind jetzt schön glasig. Und die Pfanne ist jetzt auch richtig heiß. Das heißt, wir können jetzt die Zwiebeln mal ein bisschen auf die Seite packen, in ein kleines Schälchen oder auf den Teller, den wir nachher nehmen zum Anrichten. Dann gehen wir her. Zwei Eier ist immer für mich so eine Portion. Wir fangen jetzt an mit dem, was am längsten dauert, und das ist tatsächlich das Omelett. Und beim Omelett gehen wir her und schlagen die Eier einfach auf. Beim Eieraufschlagen, das kann ruhig laut sein. Also da, die werden aufgeschlagen und nicht zusammengerührt. Wenn man es richtig auflegt, dann ist es auch richtig schaumig, das Ei. Und es ist so, die Pfanne ist jetzt schon vorgewärmt. Wir brauchen jetzt noch ein ganz kleines bisschen Butter. Einfach nur, dass das nicht anbacken tut. Wirklich nur so viel. Schön in der Pfanne verteilen und dann kann man sie auch noch mal ein bisschen höher drehen. Und wenn man dann das Ei reinmacht, dann geht man her und tut beim Omelett es ganz leicht kreisen lassen und guckt, dass man auch den Rand ein bisschen mit Ei bedecken kann. Und das macht man ruhig langsam, sodass nichts aus der Pfanne rausschwappt, der Rand schön bedeckt ist. Und dann sieht man schon, dass das Ei relativ gestockt ist schon. Nimmt es auf die Seite, packt seinen Käse rein oder was man auch immer reinmachen will. Dann geht man her und braucht so einen Gummischaber, klappt die Seiten ein, ein bisschen drunter, und geht dann einmal rum, nochmal rum, diese Seite auch. Und dann am besten dreht man sich das Rührei dann so rüber und vielleicht nochmal einen zweiten Spatel und schmeißt es in die andere Ecke. Da kann man es jetzt einfach ein bisschen auf der Seite stehen lassen. Dann fängt an, der Käse zu schmelzen. Wir gehen jetzt einfach her und tun es schon auf den Teller machen. In der Zwischenzeit die Pfanne wieder drauf, volle Pulle, zwei Eier wieder rein. Rührei funktioniert genau gleich. Schön aufschlagen. Pfanne beim Rührei richtig heiß machen, auch wieder einen kleinen Fetz Butter dazu, dann geht es eigentlich richtig schnell. Wenn die Pfanne heiß ist, die Butter geschmolzen, kann man schon mal den Teller hinstellen, nachher einen Ring rein. Wenn die Butter sich so anhört,
Ei dazu. Verrühren. Schön von außen nach innen, damit man nämlich schöne große Fetzen hat und nicht so ein kleines zerfetztes Rührei. Und so schnell geht's. In den Ring reinmachen. Zack, zack. Pfanne gleich wieder aufstellen, volle Pulle auf 9. Kann man hergehen. Bisschen was von seinen Zwiebeln oben drauf machen. Ring runter. Ups. Naja, nicht ganz gehoben mit dem Ring. So, beim Spiegelei ist es so, die Pfanne muss heiß sein. Kann man auch schon mal sich den Teller hinstellen. Da brauchen wir jetzt ein bisschen mehr Butter. Wir nehmen jetzt quasi den Rest der Butter, den wir haben. Butter schön schmelzen lassen. Zwei Eier nehmen. Und dann direkt in die heiße Pfanne rein. Und dann hört man schon, wie es abgeht, wie es blubbert. Gerne einen Löffel nehmen, Pfanne ein bisschen kippen und einfach das Eiweiß ein bisschen übergießen mit der heißen Butter. Das Eigelb am besten nicht übergießen, weil das Eigelb hat auch noch eine leichte Eiweißschicht oben drüber. Und wenn man das übergießt, dann wird das Eigelb, wenn man das übergießt, dann wird das Eigelb auch weiß und sieht nicht so schön aus. Und wie man hier sieht, es souffliert schon richtig auf. Gerne immer wieder mit der jetzt braunen Butter, also hat man hier eine richtig schöne Nussbutter, drüber. Dann geht man hin, hebt die Pfanne ein bisschen schräg. Schönen Schnittlauch, geben wir nach oben drüber und dann haben wir drei wunderschöne Frühstücksrühreier. Ich will euch noch kurz zeigen, wenn man das Omelett aufschneidet, dann läuft der Käse raus. Ich muss vielleicht ein bisschen näher kommen. Also wie man sieht, das Ei ist noch schön flüssig, der Käse ist schön verlaufen. Es ist ein saftiges Rührei, Omelette, Entschuldigung, ein saftiges Omelette. Dann kann man hingehen, noch ein bisschen Salz überall drauf machen, auf das Spiegelei, auch ein bisschen drüber. Und dann haben wir schon innerhalb von ein paar Minuten drei wunderschöne Eierspeisen gemacht. Wir haben jetzt einen Bergkäse genommen, ihr könnt den Käse nehmen, den ihr wollt. Der am besten schmeckt. Mozzarella, Emmentaler, Appenzeller, alles mögliche, Gruyère. Ein Bergkäse ist aber echt eine schöne Sache. Der schmilzt schön, hat einen schönen Eigengeschmack und passt auch super zum Ei. Bei den Eiern ist so, kann man noch dazu sagen, ein Ei kann ungefähr 1 Liter Fett aufnehmen. Also spart nicht mit der Butter. Das Ei verträgt es. Umso mehr Butter, umso mehr ist der Geschmack da. Alle meine Freunde werden jetzt sagen, so wenig Butter macht er niemals da rein. Ja, wenn ich privat zu Hause koche, dann mache ich da auf jeden Fall mehr Butter rein. Aber probiert es gerne so aus. Es ist eine schöne Sache. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, abonniert gerne den Kanal. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dann.